Das heutige Video dreht sich um ein Thema, das ich elend lange auf meiner Ideen- und Skriptliste stehen hatte, einen kleinen Guide zu LaSalle zu erstellen. Und dann hat es irgendwie nicht gepasst und dann dachte ich irgendwann, jetzt ist es auch zu spät, dann habe ich das Ganze gestrichen. Gestern waren wir aber das erste Mal geschlossen mit unserem Clan bei LaSalle und dann dachte ich mir, vielleicht ist es doch nicht verkehrt, ein kleines Erklärvideo dazu erstellen. Und wir sprechen deswegen heute hier und jetzt über LaSalle, den Flammenumsponnenen, nach dem Intro. Und bevor wir loslegen, kurz die Info, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts mehr zu Diablo Immortal verpassen möchtet und besonders, wenn ihr Tutorials, die 4 Wochen zu spät sind, keinenfalls verpassen möchtet. Einfach kurz abonnieren klicken und dann seid ihr dabei. Und wir machen das hier alles kurz und schmerzlos. Ich erkläre euch kurz, was bei LaSalle zu tun ist, was zu beachten ist, wo ihr ausweichen und vor ihm wegrennen müsst. Und ich habe das alles unterlegt mit Gameplay-Aufnahmen und dann ist das sicherlich für jeden spätestens hier nach dem Video alles klar verständlich. LaSalle unterteilt man in 4 Phasen. Die Phasen wechseln je nachdem, wie viel Energie man ihm abgezogen hat und wir beginnen natürlich mit der ersten Phase. Man kommt zu LaSalle rein in seine kleine Höhle und er beginnt erstmal wild um sich zu schlagen. Als Nahkämpfer kann man da nicht viel machen, als Fernkämpfer guckt man aber, dass man außer Range bleibt und da keinen Schaden bekommt. Dann beginnt LaSalle irgendwann AOE-Schaden zu machen, also Schaden, der auf den Boden gesetzt wird und wenn man in diesen gewissen Punkten steht, dann wird einem eben Energie abgezogen. Und bei LaSalle sind das Feuerwände und die erkennt man aber, bevor die kommen, denn der Boden wird dann durch orangene Markierungen sozusagen festgelegt. Der Bereich, wo dann diese Flammen auftauchen werden und dann schimmert es da so ein bisschen orange. Und da ist einige Sekunden, bevor das losgeht, klar ersichtlich, wo das auftauchen wird und man selbst muss da einfach rauslaufen und dann kassiert man auch keinen Schaden. Irgendwann beginnt dann LaSalle wild durch die Gegend zu springen. Auch das ist grundsätzlich vorher zu sehen. Da werden rote Flächen, rote Kreise auf dem Boden sichtbar und das sind die Punkte, wo LaSalle dann drin landet, eben viel Schaden dann am Spieler verursacht. Man kann natürlich ausweichen, man sieht, wo sind diese Stellen, aber ja, im Eifer des Gefechts ist es dann doch manchmal ein bisschen schwieriger als jetzt hier gesagt. Guckt einfach, dass ihr da raus bleibt und das passt dann alles soweit und dann kommt man auch direkt in die zweite Phase. Dabei ist es so, dass die Attacken aus der ersten Phase weiterhin von LaSalle ausgeführt werden können. Zusätzlich spawnt er Adds. Zum einen Slackenspucker, ganz wichtig, diese sofort fokussen und downbringen und dann Dämonenkrieger, die weniger gefährlich sind, aber natürlich auch dann umgehauen werden sollten und dann wieder vollen Damage auf LaSalle selbst. Dann kommen wir in die dritte Phase. Auch hier können die Attacken aus Phase 1 und 2 weiterhin ausgeführt werden. Es können auch weiterhin Adds gespawnt werden. Das Wichtige an Phase 3 sind 3 Felsblöcke, die LaSalle beschwört, sage ich mal. Und die werden dann von außen hin nach innen gezogen und schlagen da zusammen. Das Wichtige ist, man darf nicht dazwischen stehen, man darf nicht in dieser Geraden stehen, wo die Felsblöcke langfliegen, weil das macht Schaden, also ausweichen. Und aus diesen Felsblöcken entsteht dann ein großer Felsblock, der am Boden liegen bleibt und der ist wirklich sehr relevant und wichtig, denn LaSalle beschwört eine gigantische Explosion und man muss schauen, dass man sich von LaSalle aus gesehen hinter diesem Felsblock versteckt. Das Ganze macht sonst eine Menge Schade, gerade auf den höheren Schwierigkeitsstufen ist man eigentlich direkt tot. Also wenn ihr das seht, da kommt auch eine Warnung dann im Spiel. Gucken, wo ist der Block, schnell hin und dahinter verschanzen und dann kann man direkt wieder raus und weiter auf LaSalle Damage machen. Dann kommt die vierte Phase, da passieren weiterhin die Dinge aus Phase 1 und Phase 2 und zusätzlich setzt LaSalle per Zufall auf einen der Spieler einen Dot, einen Damage over Time Debuff, der kontinuierlich Schaden macht und eben die Energie des jeweiligen Spielers abzieht. Und das Einzige, was man da machen kann, ist gegenheilen und weiter
Full Damage auf Lassal. Ich weiß leider nicht genau, wie oft ein Spieler das bekommt, wie viele da in welcher Zeit betroffen sind. Wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt oder genaueres wisst, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Meine Erfahrung ist aber, hat man es in Phase 4 geschafft und macht weiter Full Damage auf Lassal, dann bekommt man den auch down und schafft diese Phase dann auch problemlos. Also wenn ihr da seid, einfach weiter vollen Schaden auf Lassal und dann liegt der Flammenumsponnene auch schnell im Dreck und ihr erhaltet Loot. Alle freuen sich und die Sache ist geschafft. Wie gesagt, auf höheren Schwierigkeitsstufen ist das alles dann eine Nummer kniffliger. Auf der ersten problemlos auch mal zum Reingucken probieren. Und wichtig ist eben diese gigantische Explosion. Da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Und das war es dann auch schon mit meinem kurzen, knappen Guide zu Lassal. Und spätestens, wenn ihr das Video hier gesehen habt, dann macht das Ganze hier keine Probleme mehr. Und ja. Wir sind am Ende angekommen. Zum Abschluss sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.